Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei den Farmworkers auf dem Grünfelder Land. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Legend of Farmers. Wir sind hier natürlich immer noch unterwegs und dreschen ein wenig. Laura und ich sitzen im Drescher, der Herr Brandt und der Waldemar sind unsere Abfahrer. So sieht's aus. Bei euch allen alles gut, oder was? Jojo, passt schon. Ja, klar. Also die Info an ihrem Vlog da ist ein bisschen falsch gewesen. So, die. Ich darf Drescher fahren, weil ich Stroh sammel. Naja, ich glaube, der Krüger tut da drum abfahren. Ach so. Okay. Ja, ist halt, wenn man keine Infos kriegt. Weil er ja auch weiß, wo du es hinschmeißen muss. Der Herr, der müsste halt mal, oder soll ich den mal anrufen? Ich habe hier noch so ein zweites Handteil da. Kannst du halt ruhig ausfahren? Also Waldemar, so hast du mich ja noch nie angesprochen. Ich war aber noch nicht bei 80%. Ne? Nee, aber wenn der vorne mit abfährt, was soll ich denn jetzt da rumschieben? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte da nicht dran gedacht. Das schlüppert zu eng, oder was? Mhm. Extrem. Ich muss ich nicht abfahren. Ich glaube, da hätten wir uns in Schulitäten gesprochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre lieber ab als... Boah, nee. Nee, ich liebe Drescher. Ja. Ja, ich auch. Da haben wir hier richtig getroffen. Ja, da können wir, ist ja perfekt, Mensch. Da kann man sehr an in die Quere kommen. Boah, ich liebe Dreschen. Es ist so eine Ruhe, weißt du? Da musste ich ein bisschen konzentrieren, aber... Ja, ja, vor allen Dingen, wenn einer neben dir fährt, ne? Naja, gut, ich muss mich... Der muss selber aufpassen. Ich war gerade so. Ich habe mich deiner Spur angepasst. Also, Waldemar, wir kommen hier gut zurecht, ne? Denke. Das sind eben, wenn zwei Vollprofis hier am Berg sind, dann. Der Vollprofis, das musst du mal sehen, wenn der Groschel und ich unterwegs sind. Ja, schneller können die auch nicht fahren. Ja, wer weiß das schon. Wir wissen, wo die Sicherungen sitzen. Ist klar. Oh, warte mal, jetzt bin ich in den Straucheln gekommen. Ein bisschen in Straucheln kommen. Immer. Fahren wir weiter? Ich fahr weiter. Herr Felder, wollten Sie nicht den Krüger anrufen? Ja. Ist der hier auf dem Feld? Ja, der fährt vorne bei der Laura vorne. Achso. Oder Frau Schuster. An der Angel. Bei Fräulein Schuster fährt er. Könnte jemand ins Form-Dings reinschreiben, dass ich ein zweites Handteil hätte? Der müsste halt bloß mal schnell zu mir kommen. Weil ich kann gerade, ich habe gerade Hände nicht frei. Es tut mir leid. Wir haben ein zweites Handteil, aber haben die Hände nicht frei. Also. Ja, das habe ich einstecken. Das habe ich immer Felder. Einstecken. Ist ja schön, dass wir zweite Handteile einstecken, aber kein Handfeuer. Ah, Kopfkino. Ich mach eine Runde. Weißt du schon, ich wollte einfach bloß nicht drauf eingehen jetzt. Aber ja, nee, schlimmer ist alles okay. Sie. Oh. Ich hab meinen eigenen Film laufen. Echt, Laura? Hast du immer mal so Filme laufen oder was? Ja, ja. Ich hab jetzt so ein kleines iPad im Drescher. Oh, was war denn das für ein Lack? Warum das? Machst du auch solche Formvlogs wie ich oder was? Ja, ja, das hat mir ja schon besprochen. Ja. Als wir uns zu meinem Unfall getroffen hatten. Ach ja, stimmt ja. Waldemar, bist du voll? Ach, Gottes Willen. Wir haben aber Ich werde mal in der Mitte durchbrechen. Ja, dann fahre ich schnell abtanken und dann komme ich. Genau, weil wir könnten jetzt nämlich hin und her fahren. Ja, dann fahre ich abtanken. Ne? Ich schmeiß die erste Ladung schon mal rein. Genau, dann fahre ich nämlich jetzt mal. Rechte haben sie uns gegeben, ja. Ja, haben sie. Wir haben muss ich? Ja, ja, ne, klar. Ja, klar. So, ich brech mal hier in der Mitte durch, ne? Jawohl. El Brecho machen wir jetzt mal hier. Schreibt's niemand rein ins Form-Ding? Ich kann nicht fahren und schreiben, das geht nicht. Bin zwar der Bürgermeister, aber irgendwann ist auch mal die Klausel ausgereizt. Ob
Obwohl das ein bisschen komisch geschrieben ist, wenn ich das gerade so lese. Das ging schnell. Und jetzt hat er jetzt drei Wörter getippt. Hä? Jetzt hat er jetzt erst drei Wörter getippt. Du oder Sie, Herr Brandt? Ja. Ja, es geht schon ein bisschen fix. Ach. Man sollte auch den Deckel aufmachen, ne? Wäre gut. Wenn Sie das machen würden, wäre das noch viel schöner. Ich? Ja, weil ich kann sie nicht aufmachen. Hä, wie jetzt? Geht nicht. Warte, ich spring mal kurz auf Ihren Hof, warte. Moment. Ja. Da muss irgendwo der Schlüssel muss dort irgendwo liegen. Ich schau mal. Ist nicht so ein altes, rostiges Ding? Naja. Naja, deswegen noch mit Schlüssel. Wenn man den reinsteckt, geht's. Wissen Sie? Okay. Da brennt dann nichts mehr, Herr Brandt. Ich glaube, wenn ich den Schlüssel irgendwo reinstecke und dann so eine Geräusche bei rauskommt, dann brennt da ganz schön was doch. Da brennt der Baum, das sage ich Ihnen. Da brennt der Baum. Okay, wir könnten jetzt im Endeffekt hin und her fahren. Ne? Ich habe jetzt mal hier gebrochen. Nämlich durch. So. Ja, moin. Und nun? Geht nicht, oder? Da am Blumen gießen. Ne, geht nie auf. Wissen wir? Waldemar? Ja. Die Klappe ist bestimmt weiblich, da musst du erst den Kussel drauf geben. Dann bin ich raus. Oder die Ölkanne. Krieg's nicht auf. Klemmt es so extrem, das Ding? Anscheinend, ja. Ja, dann haus erstmal ins Silo oder so, lager's erstmal ein und ich guck dann mal. Es war komisch, weil bis zuletzt ging's noch, aber wie gesagt, ich habe letztens schon so komische Gestalten hier rumrennen sehen. Ja, mit Zwiebeln klebt oder irgendwo? Keine Ahnung. Nee, keine Chance. Verwalten kann ich sie, aber das war's auch. Das war jetzt aber, Laura. Ja. Das war jetzt aber ein sehr guter Move, oder? Den du gemacht hast. Mach nur gute Moves. Das ging jetzt übelst schnell rum. Echt? Ich hab's jetzt. Das kam mir jetzt langsam vor. Echt? Ich hab's nur so im Augenwinkel jetzt gesehen. Ich dachte, hui. Hä? Ah, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe ein Problem entdeckt. Ich warte mal ganz kurz. Oh, ich bin fertig mit Worten. So. Gut, ich wäre jetzt bei 80% gleich. Warum nicht, Alter? Ist doch Gerste. Gerste geht da rein, oder nicht? Ja. Bist du aber bei der Saatgutproduktion? Naja. Die ist nämlich ein kleines bisschen, so ein bisschen hagelig dort. Ich weiß das schon. Ja, ich kann hier nichts machen.
Ja, du sagst mal Einlager. Komm du mal kurz rüber und mach mal den Deckel auf. Ich muss halt mal kurz stehen bleiben. Aber wo muss ich denn hin? Warte mal. Ja, genau, vom Hof gleich gegenüber. Gleich gegenüber. Hm. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen mit Rostspray bearbeitet, also musst du gucken. Weil da hinten kommt ein Dingens rein, das weiß ich, das ist Flüssigdünger. Müsste nochmal an die Klappe ranfahren. Also jetzt renne ich aber ganz schön, Leute. Herr Brand, ja ich? Soll ich zusammen fahren oder was? Morgen wieder Krankmeldung oder wie war das? Oh, ey. Leute. Das liegt an der Klappe, die muss auf. Ich wurde da weggehupt, ich bin doch schon da dran und machen. Oh, wartet, ich muss das mal kurz verschnauben. So. Eigentlich ja. Fahr mal einfach so ran hier bitte. Hab ich schon, geht nicht. Und hier davor? Hab ich alles schon versucht, geht nicht. Klappe muss auf. Geht aber nicht auf. Scheiße. Geht es nicht auf? Warte mal. Das ist jetzt aber blöd. Blöd, blöd, blöd. Weil hier kommt das Ding rein. Fahr mal richtig ran und drück mal I, mal schauen, was es sagt. Kannst du mich mal einweisen? Ne, passt, du bist schon dran. Drück mal I. Also entladen. Erste wird hier nicht angenommen. Ist ein Kabel dran? Warte mal. Warte mal. So, probier nochmal. Ja, geht. Alter. Jetzt hab ich. Meine Kabel war dran. Da war die Zapfwelle nicht dran. Okay. Warte mal, du kostet noch eine extra Runde doch. Das, ja, ja, genau. Moin, die geht auf mich. Gehst also das ist heute halt Feierabendbier, definitiv. Gehst ey, ich bin zu außer nicht. Atem jetzt. Okay, gut. Hast du jetzt mitgekriegt, Laura, im Funk, ja, ne? Ja. Na toll. Ach, nee, ey. Ja, so ist es nun, ne? Bist du voll? Bestimmt, ne? Immer. Ja, soll ich zu dir zuerst kommen, oder was? Ja. Oh. Ich kann noch ein kleines Stück wahrscheinlich. Ich das bin war ein voll, ja. Schlängeler. War das ein Schlängeler? Merkst du was? Keine Wartezeiten. Keine Wartezeiten. Geil. Ja, aber gut. Klar, die Zapfwelle, Alter. Logisch. Die Kabel habe ich kontrolliert, aber meinst du, ich bin auf die Zapfwelle gekommen? Die lag genau da unten drunter. Das passiert, das passiert. So, Produktion läuft, würde ich sagen. Nee, inaktiv. Ja. Irgendwas fehlt dir noch. Nee, warte. Ich hab gedacht, manchmal, wenn die läuft, kannst du die nicht öffnen, weißt du? So, jetzt warte. Läuft sie. Jo, jetzt läuft sie. Guter Fehl. Das fehlt jetzt schon wieder. Musst du alles reinmachen? Hafer, Weizen und Gerste? Na. Entweder oder, glaube ich, ne? Na, eigentlich ja, entweder deswegen. Oder. Nee, warte mal.
Warte, ach so, warte. Wir müssen die richtige aktivieren. Ja. Aktivieren, so. Nee, war die falsche? Eine Fresse. So. Läuft, jetzt läuft sie. Jo, dankeschön. So, ich bin voll. Ich eile mit Weile. Bis zum Rand. Haben wir dann noch ein Feld? Wir haben drei noch, also noch zwei. Ah, okay. Das ist halt das Schöne am Drescher fahren. Man kann kurz warten, man kann was trinken. Herrlich. Sollte das aber eigentlich nicht sein. Na, ist nicht so schlimm. Da fährt er los. Ist er gesoffen oder was? Jetzt wollte ich auch mal was trinken. Nee, jetzt wird gefahren. Ah, Waldemar. Ja. Schöner Traktor, den du hast. Geil, oder? Der ist wirklich gut. Wie viel PS hat denn der? Mit Chip-Tuning? Mhm. 730. 1000. Ne, 730 PS. Ganz schön wenig, hä? Na, fährt seine 68, knapp 70 km/h, passt. Zieht das weg. Für deine Verhältnisse ist das doch wenig. Wir sind ja nicht auf der Wild Wild West, ne? Hä? Wo sind wir nicht auf der Wild Wild West? Merkst du was? Meinst du denn jetzt? Ich komme aus Amerika. Du meinst im Wilden Westen. Ich komme aus Amerika. Ja. Oh, warte mal. So schön. Ich fahre 10 km/h. Ja. Gecheckt. El Checo oder was? Ja, ist ein bisschen schräg eingefahren hier, wa? Ich behaupte. Nö, nee, passt schon. Ja, das Feld ist nicht gerade. Wir fahren super. Es liegt alles am Feld. Mhm. Ja. Ja, Waldemar, das ist Level 3 jetzt hier. Ne? Wie Level 3? Level 3? Naja, schräg. Level 1 ist gerade. Level 2 ist so ein bisschen, na, also quer. Level 3 ist dann so ein Rumpsteak ist schon schräg. Und bei Level 4 kommt dann der Endgegner. Da fährst du Looping auf dem Feld, oder was? Genau, das sind dann Kornkreise. Schönes Gerstenstroh hier. Mmh. Das LU nimmt's mit? Mmh. Wird's am liebsten reinbeißen, oder was? Na klar. Da hat sich schon was unter seinen Sitz gelegt. Na komm, ey, Gerstenstroh riecht gut. Und Maishäcksel auch. Das ist die Mais-Silage, die riecht manchmal wie frisches Brot. Echt? Ja. Ja. Also mal kurz OOC, Leute. Mais-Silage in echt riecht wirklich manchmal echt wie frisches Brot. Da kriegst du wirklich Appetit. Also wenn die gut gemacht ist, riecht die richtig, richtig gut. So, jetzt wieder IC. Das hier vorne. Ha? Du hast von GPS gehört, ne? Ja, es ist aber normal. Ja. Ach Mensch, ins Kinders. Was denn? Ja, normalerweise müsste ich drüben nur auf dem Schwarz fahren, da müsste es passen. Tut's aber nicht. Ja. Weil wir noch althergehend dreschen. Ach, Gefühl, oder was? Mhm.
Du bist reif, du noch nicht, da warte ich noch eine Stunde. Nein, alles gut. So, ihr Lieben, wir sind aber mit unserer Folge schon wieder am Ende. 20 Minuten sind schon wieder rum. Ist krass. Ging jetzt auch schnell. Krass. Ja. Wir dreschen jetzt natürlich hier noch ein bisschen munter weiter im Stream für euch, wie gesagt. Ja, endet es jetzt erstmal hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefällt, lasst einfach mal ein Däumchen da. Oder wenn ihr auch nichts mehr verpassen wollt in Sachen News zum LS22, dann ja, macht einfach mal die Glocke auf aktiv und lasst auch gerne mal ein kleines Abo da. Würde ich mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao.